Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Nero LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Mega Man X8. Ja, in der letzten Folge haben wir in einem Part sogar Gigabot Manowar zerstört. Und ja, jetzt suchen wir uns erstmal unseren dritten Maverick aus. Einkaufen wüsste ich jetzt nicht, was wir noch könnten, aber naja, nach der nächsten Level wahrscheinlich. So, weiter geht's. Great job, Zero. Huh? Thanks. Zero, have you forgotten already? I'm Palette. This here is Layer. We're the new navigators here. Don't forget about us. Layer wanted to talk to you and waited here the whole time for your return. Right, Layer? Oh, sorry. Wee. Anyway, what is it, Layer? I did some research, but I'm unable to determine Lumine's location. Anyway, that's all. Well, no matter what the Mavericks are up to, looks like I'll have to stop them. Ja, und ich helfe dir nebenbei. So, in der letzten Folge habe ich schon gesagt, dass diese Level auch zur Wahl stand und deswegen werde ich die jetzt auch machen. Pech schwarz. Doch ich in der Militäranlage die Waffenproduktion. Die habe ich sogar noch gut im Kopf. Ich glaube, ich brauche Axel auf jeden Fall. Und ich brauche ja X, weil bei Zero wüsste ich jetzt nicht, wo ich den da brauche, deswegen X. Weil da ist da irgendwo eine Rüstungsteil und ich verpasst das. Und wir suchen uns Pellet aus, weil ich nicht genau weiß, wo. So. Und wir kämpfen gegen einer der coolsten von den ganzen Mavericks, wie ich finde. Ja. This facility boasts an incredibly advanced security system. I'll try to help you find the lighting controls without being detected. So, was natürlich jetzt richtig intelligent von mir ist, ist, dass ich in der letzten Folge Zeros HP aufgeballert habe. Ja. Super. Jetzt benutze ich ihn nicht. Super. Super. Oh, was ist das denn? Boah, die ersten Gegner hier. Boah, da muss ich meine Finger ein bisschen umkriegen. Die ersten Gegner in diesem Level und ich krieg hier Probleme. Hier bei den Sprungeinlagen wäre Zero wahrscheinlich etwas nützlicher gewesen. Nee, das ist mir zu blöd. Aber ja, das wird schon gehen irgendwie. So. Und so, ich glaube, Axel düst am schnellsten. So, ist hier oben was? Nö. So, hier wird es ein bisschen knobelig. Aber kein Problem. Gut ist, wenn Axel an der Wand ist, dann kann er so lange wie möglich an der Wand bleiben, wenn er schießt. Oh, das war nicht witzig. Mann. Ich kann da mal ein paar neue Waffen zeigen. Hier. Ja, die Viecher können dadurch gelähmt werden. So, und das macht einfach nur Bogen. Geil war. So. Muss ich wechseln, bitte. Gut ist, unser Aufladen-Schuss braucht jetzt nicht mehr so lange laden. Das ist auch schon ein bisschen praktisch. Aber wenn ich überhaupt diesen Laser zurückgreife, dann kann ich vielleicht wechseln. Egal. So. Ich glaube, hier war es schon. Psst, Jungs, ich habe ein paar Infos für euch. Irgendwo in diesem Gebiet gibt es offenbar einen alten, stillgelegten Generator. Er hat Lichtquellen und Simse gesteuert, die zu höher liegenden Gebieten führen. Wenn ihr ihn aktivieren könnt, könnt ihr viel mehr sehen. Habt ihr alles verstanden? Ja, merkt euch genau diesen Ort hier. Habt ihr es gemacht? Okay. So. Jetzt müssen wir ein bisschen schleichen. Ja, erstmal schieße ich einen Laser. Von dem dürfen wir nicht entdeckt werden. Weil sonst
kommen ja massig Gegner. Und ohne Zero wäre das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Weil das alles Nahkämpfer sind, die einen auftauchen. So. Zurück können wir jetzt mit X so springen. Boah. Geh weg. Oh Gott. Swim. So, noch mal hier kurz. Ich glaube, wir müssen hier aufpassen. Du. So, hier müssen wir rüber. Das weiß ich. So, nein. Ich bin so bescheuert. Ich bin so behämmert. Was mache ich denn jetzt? Hallo? Na? Oh Mann. Ich bin so ein Volltrottel. Ja, ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Und ich hoffe, ich lande nicht zu weit weg. So. Das kann man übrigens machen, indem man rollt und nach unten drückt. Ich weiß mal nicht genau, was das bringen soll, aber es ist witzig. Wir uns einfach nicht erwischt, wenn wir uns nicht bewegen. So, das hätten wir schon mal. Mann, du. Muss ich mal kurz das hier einsetzen. Da. Ja, und so sieht das aus, wenn man nicht gegen einen Boss einsetzt. Ganz nebenbei. Ja, hätte ich mal nicht so direkt am Anfang gefällt. Dann hätten wir das. Ja, eigentlich hätte ich ihn hier nehmen sollen. So, habe ich jetzt. Warte mal, ich glaube, selbst nachdem ich verreckt bin, hätte ich das noch behalten, oder? Nein! Geht weg! Sackgesicht! Boah! Finde ich nicht witzig. Ich baue so viel Mist. Verdammt! Hi. Ich habe gesagt, hi. Hoi. Mach mal auf. Danke. Dort ist er. Das ist der stillgelegte Generator. Was? Oh nein, er ist offenbar durch jahrelange Untätigkeit kaputt gegangen. Vielleicht lässt er sich durch einen Schock starten. Okay. Take this, Generator. So, jetzt haben wir hier Licht. Wisst ihr, was das bedeutet? Keine Lichter mehr, die uns hier nerven. Oh, guckt euch das mal an. Schön, ne? Oder das hier. Hui. Hey! Aber hier war das dann noch gar nicht. Was war ein. Ach, hier oben war wirklich nichts. Dann ist halt erst unten bestimmt. Okay. Weiter geht's. Nach ein paar Fails und ein herausgeworfenes Leben machen wir weiter. Ich hab's ja nötig. Ich darf's mir erlauben. Na, kannst du es wagen? Kannst du es wagen, mich anzugreifen? Ausgerechnet mich.
Die Dinger sind ein bisschen zielsuchend, kann das sein? Oh! Oh! Mann! Wieso bin ich manchmal so unglaublich und manchmal so kacke? Was soll das? So, jetzt müsste ich hier noch irgendwo was zeigen. Hey, guck. Schau mal einer, guck. So, jetzt haben wir schon mal zwei seltene Metalle. Ich meine sogar, ich weiß genau, was das ist. Na gut. Oh nee! Vile! Where have you taken Lumine? Do you plan to hinder the Jacob Project? Ich dachte, da kommt immer alle vier Level. Reunited after all this time apart and all you do is bombard me with questions? Don't worry about our little. Oh, jetzt habe ich ein riesiges Problem. The orbital elevator is too important to us to hurt the one who operates it. Don't you know what you're doing? The Jacob Project is an important joint venture between humans and Reploids. Chill out, X. Let's enjoy this little reunion, okay? Oh ne. Ach, jetzt kommt übrigens das beste Lied im gesamten Spiel, finde ich. Oh. Boah, der Typ ist eigentlich voll einfach, aber ich stelle mich jedes Mal bei denen wie der letzte Idiot an. Boah, ich liebe Alita, das kommt, wenn er erscheint. Hört es euch an. Awesome. Ja. Da, ah, du Sackgesicht, bist durch mich durchgeflogen. Oh, nee. Gibt sogar eine Waffe gegen die, dem was ausrichtet, aber die habe ich noch nicht. Und ja. Was? Wieso lädt er? Wo lande ich wieder? Oh Gott sei Dank. Boah. Okay. Was? Nee. Wieso bin ich hier? Sind der wenigstens Metalle? Nein. Doch. Wie zum Teufel ist das unmöglich? Aua. Geh weg. Geh weg. Verdammt. Nein. Nein, wie kannst du es wagen? Oh. Verzweiflung, Frust, Schmerz. Stirb. Ja, super. Mann. Oh. Große Verzweiflung, Trauer, Schmerz und vieles, vieles mehr. So, ich würde sagen, ich mache hier einen Schnitt vor dem Kampf. Oder, ne, den schaffe ich schon. 2 Minuten kommt schon. Was zum? Der ist abgehauen. Der Feigling ist abgehauen. Das war blöd. Für den Boss habe ich noch ein paar Heiltränke, das ist kein Problem. Bitte krieg hier kontinuierlich. Verpiss dich! Mann! Nicht gut. Ich habe Probleme. Ich habe nur noch ein Leben. Muss er jetzt schaffen. Ja. Ja, hier ist es aber. Verdammt. Mann! Kamera, Mann, ich brauche die Kamera. Bäh. Na gut, aber dann jetzt auch nichts. Ich dachte, oh, das war gut. Das war gut. Oh. So, dann würde ich sagen, ich mache hier einen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss. Verpisst euch. Verpisst euch. So, Schnitt.